Wir kommen heute gleich noch zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Ich habe das jetzt im Moment hier den Ausschnitt etwas bearbeitet, sodass jetzt nur noch der Teil hier sichtbar ist, weil die Fensteraufnahme weniger Störungen aufweist. Und ja, gehe ich gleich mal zur Auswahl und mal schauen, welches Spiel dieses Mal drankommt. Also Floating Point ist es nicht, das Golden Rush auch nicht und Immortal Empires auch nicht. Ja, Evolve Stage 2, okay. Also werde ich dann gleich mal wieder anfangen, das Spiel zu installieren und ich werde auf jeden Fall jetzt mit dem Sound noch ein bisschen genauer aufpassen, dass möglichst, wenn ich die Musik schon nicht am Anfang ausschalten kann, ich dann einfach in der Aufnahme wirklich den Ton von der Anwendung leider abschalten muss, damit ihr mich vernünftig hören könnt. So, jetzt muss ich erstmal das Spiel suchen. Ein Koop, First-Person-Koop-Shooter. Naja, da bin ich ja mal gespannt. Immerhin habe ich es auf meiner Liste und das Runterladen wird allerdings eine Weile dauern. Geschätzte Downloadzeit 5 Stunden, ich glaube ja, weil ich spinne. Ja, da muss ich dann vielleicht doch nochmal einen Break machen und euch das dann in einem zweiten Block zusammenschneiden, weil ich werde jetzt hier keine 5 Stunden warten, bis die 20 GB runtergeladen sind. Okay, also mit der Downloadzeit scheint es nicht ganz so schlimm zu sein. Hier steht jetzt was von 1,5 Stunden, aber selbst das wird noch etwas langwierig werden. Die Frage ist, was ich jetzt dann in der Zwischenzeit mache, so von wegen die Folge 3 schon mal zu überspringen und dann Folge 4 aufzunehmen für ein Spiel, das ein bisschen schneller geht. Aber ich mag es lieber in Reihenfolge, also werde ich noch ein bisschen abwarten und ja, dann für euch geht es ja in wenigen Sekunden sozusagen weiter. Einmal der Time Warp und dann geht's ins Spiel. So, das Spiel ist fast bereit. Jetzt wird bloß gerade noch ein paar Sachen installiert. So, dann hoffe ich mal, dass ich das Spiel jetzt gleich einfangen kann. Na, komm schon. So, dann starte ich jetzt gleich mal den 1-Stunden-Countdown, also dass ich maximal eine Stunde im Spiel bleibe. Auf jeden Fall hat das Spiel gleich schon mal auf mein Gamepad zugegriffen und hat das alles von blau in rot eingefärbt. Also mal gucken, wie es weitergeht. Eine Nutzungsbedingung, ja. Naja, klar. Okay, Herausforderungen. Okay, ich nehme gerade mal den Sound ein bisschen raus, damit ihr mich überhaupt hören könnt, weil im Moment bummern hier die Bässe im Hintergrund. Und ja, also die Herausforderungen sind zyklisch, gewinne ein Match als Assault, Treppe oder Geist, okay. Dann täglich spiele Matches als Support, Medic oder Meteor Goliath. Okay. Und spiele Matches als Erzeugt, Medic oder Goliath. Naja. Okay, fortfahren. Sofern ich einer sehe, müssen alle Haushalte außerhalb der benutzerdefinierten Modi abgeschlossen werden. Okay. Tägliche Anmeldung. Okay, das sind so die täglichen Belohnungen. Ist ja schließlich ein Free-to-Play-Spiel. Das heißt, es muss ja Motivation haben, dass man möglichst jeden Tag dort spielen geht. Was auch immer die einzelnen Sachen hier zu bedeuten haben. Okay, 1500 Silbermünzen. Nutze Key, um Charaktere, Skins und Vorteile zu kaufen. Okay, Key ist wahrscheinlich die Währung. So, dann werde ich jetzt gleich erstmal schauen, dass ich hier die Hintergrundmusik runterbekomme, Audio. So, Untertitel machen wir mal ein. Musiklautstärke deutlich runternehmen. Okay, so, dann kann ich euch jetzt auch schon mal wieder den Ton zurückholen. Wobei ich denke, ich werde Musik am besten, naja, für die erste Runde werde ich es mal noch anlassen.
Und hier Effektlautstärke mal schauen. Dialoglautstärke lassen wir mal auf voll. Sprachlautstärke auch. Und die Hintergrundlautstärke. Okay, das sind die Effekte. Genau, die lassen wir mal ein bisschen unten. So, ich hoffe, das ist von der Lautstärke her ausreichend. Okay, Musiklautstärke. Also ein bisschen lasse ich es hier mal noch an. Und ich hoffe, dass ihr mich trotzdem gut hören könnt. Das wird alles noch ein bisschen auszubaldowern sein, wie das mit den verschiedenen Spielen ist. Und okay, soweit der erste Teil. So, Herausforderung 3, das habe ich ja gerade gesehen. Spielen und Training. Jetzt Charaktere freischalten, spielt die Monster- und Jäger-Tutorials auf dem Goliath und Markov freizuschalten. Extras Shop. Da will ich mir auf jeden Fall mal angucken, was da so die Aufteilung ist. Okay, das sind die verschiedenen Charaktere. Monster-Skins. Okay, Jäger-Skins. Und Waffen-Skins. Okay, soweit alles optischer Krimskrams, der, wie ich für einen guten Free-to-Play-Titel hoffentlich davon ausgehe, dass er letztlich keine wirklichen Effekte hat. So. Gut, dann sind es alles nur Skins, Extras, Mitwirkende, Patch Notes, tägliche Anmeldebelohnung. Okay. Gut, dann gehen wir erstmal ins Training. Machen wir ins Tutorials, Jagd und individuell. Also, Tutorial, erklär mir mal, was ich in diesem Spiel zu tun habe. Und zwar als Monster. Oh, ein langer, langer Ladebalken. Waiting. Wow, schau es dir an, wie süß. Nur Spaß, das ist ein Monster. Sehen wir ihn uns näher an. Beweg dich zum Wegpunkt. Der nächste Wegpunkt liegt etwas über dir. Wenn du an der Steilwand ankommst, lauf dagegen und halt die Klettern-Taste gedrückt. Okay. Das war's. Okay, der nächste ist noch weiter oben, also nochmal das Ganze. Und nochmal. Los, hoch mit dir. Gute Arbeit. Um zum nächsten Wegpunkt zu kommen, musst du springen. Drück die Springen-Taste, während du dich vorwärts bewegst und ziel auf die gewünschte Stelle. Aha, ich muss dahin zielen. Cooles Monster. Okay, und jetzt wieder springen und... Geschafft! Okay, aber mir passiert nichts, wenn ich sozusagen ein bisschen daneben springe. Das Monster hat einen sehr guten Geruchssinn. Einmal geschnuppert und es weiß, wo sich Kreaturen in der Nähe befinden. Die da zum Beispiel. Geh hoch und verpass ihnen ein paar. Keine Sorge, sie sind viel kleiner als du. Aha. Gut gemacht. Essenszeit. Halte den Essen-Button gedrückt, während du über deiner Beute stehst. Wenn du oben auf den Bildschirm schaust, siehst du, dass du durchs Fressen Panzerung bekommst. Cool. Vorsicht bei diesen Vögeln. Wenn du ihnen zu nahe kommst, fliegen sie los und die Jäger wissen, wo du steckst. Oh. Und wie kann ich denen ausweichen? Wie gesagt, durchs Fressen bekommst du Panzerung, aber auch Energie für die Entwicklung. Ha. Stopp. Schnapp, schnapp.
Yummy, yummy. Na komm, da drüben ist nur eins. Das war's. Du bist jetzt bereit, dich zu entwickeln. Halt die Taste gedrückt, bis du im Kokon bist. Hier entscheidest du, wie du deine Punkte investieren willst. Mit den Punkten kannst du Fähigkeiten verstärken. Wenn du aus dem Kokon kommst, wirst du riesig sein und bereit für einen Kampf gegen die Jäger. Felswurf, Schmettersprung. Feueratem. Mach mal die Untertitel wieder aus. Sieht doch etwas störend aus. So, was nehme ich? Dann nehme ich den Feueratem als erstes. Ah, der ist jetzt schon gleich auf Maximum. Dann noch das Rammen dazu. Greif mit dem Schmettersprung die Mammutvögel da an. Ich nehme an, das sind die Nummern da oben. 2 ist der Schmettersprung. Boah, soll ich jetzt von hier oben runterspringen? Macht dem das nichts? Gut gemacht. Halt, stehen geblieben. Ah, ich kann nicht mehr so schnell laufen. Ups. Hat da irgendwas auf mich geschossen? Ist doch immer noch der. Ich habe doch 2 erledigt. Ich habe da jetzt nur einen gegessen. Ah, da liegt der andere. Yummy, yummy. Das kann ich nicht kaputt kriegen. Du hast eine Harpunenfalle ausgelöst. Die Jäger legen sie aus, um dir das Leben schwer zu machen. Dreh dich um und schlag auf das Band, dann solltest du freikommen. Ah, auf das Band. Ausgezeichnet. Nutze Rammen, um die Gruppe von Läufern auszuschalten. Einfach zielen und los. Rammen ist Nummer 4. Yum, yum. Ich glaube, die Läufer sind schon alle ausgeschaltet. Im Moment kann ich jetzt keine Energie mehr bekommen. Ah, da kommen schon wieder neue. Okay. Geruch sind kurze Zeit Jäger. Siehst du die anderen Läufer da? Probieren wir den Felswurf aus. Halte die Taste gedrückt, um zu zielen, und lass sie dann los. Okay, das heißt, die Rüstung ist jetzt auch auf dem Maximum. Habe ich überhaupt einen Felsen dabei? Ah, okay, den holt er einfach aus der Erde. Geschafft! Ja. Und dann wäre da noch der Feueratem. Benutz ihn bei den Läufern da. Okay, also im Moment scheint mir das mit der Energie nichts mehr zu bringen. Also der Feueratem ist dann die 3. Knusprig. Okay, das große Fieder ist ein Elite-Gegner. Das erkennt man an der Farbe. Hast du ihn getötet, friss ihn, um einen kurzzeitigen Vorteil zu bekommen. Die verschiedenen Kreaturen geben unterschiedliche Vorteile, aber dazu später mehr. Der hier wird dir sicher gefallen. Na dann. Auf zum Elite-Gegner. Aber ich kann nicht besonders schnell laufen. Aber dafür kann ich umso schneller springen. Ping. Ausdauer der Gurke. Oh, ich kann nur 3-mal hintereinander springen. Na super. Schnapp, schnapp. Friss eine lebende Gegner, um Vorteile zu bekommen.
So, was hat das jetzt für einen Vorteil? Beweg dich zum Wegpunkt. Okay, also. Ja, ist schon auf jeden Fall sehr anregend. Mir fehlen fast die Worte, um das zu kommentieren. Bin schon ganz absorbiert von dem, was ich hier eigentlich so sehen kann. Ah, okay, ich soll da oben auf den Dingsbums klettern. Uhu. Okay, da kommen wahrscheinlich jetzt die Jäger. Okay. Assault. Fügt dem Monster Schaden zu. Medic. Heilt die Jäger. Also am besten, am schnellsten den Medic ausschalten, damit die Jäger nicht geheilt werden können. Dann den Support, damit der Jäger schwächer ist. Dann den Jäger selber und dann noch den Trepper, wenn der noch übrig geblieben ist. Naja, schauen wir mal. Da kommen die Jäger. Aufgrund des bestehenden Interessenkonflikts gebe ich dir während des Kampfs keine Tipps. Denk einfach dran, deine Fähigkeiten einzusetzen, dann wird das schon. So, wo ist denn jetzt hier wer? Es ist betäubt. Wie ist es betäubt? Verdammt nochmal, auf wen soll ich mich denn hier konzentrieren? Oh, jetzt geht's mir ans Leben. Also, gelb war doch der Medic. Ausgezeichnet! Nee, kann er doch gar nicht. Der ist doch hinüber. Ich bin hier, Support. Ach, der Support kann die wiederbeleben. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Geschafft. Mann, oh! Gut gemacht. Gut, der zweite ist im Eimer. Der Drache speit Feuer. Gute Arbeit. Medic ist tot. Das war's. Ah, das heißt, wenn ich die lang genug weg bekomme, dann. Ja, Monster hat gewonnen. Juhu. Gute Arbeit. Okay, das war schon mal das Training für die erste Seite. Schaden, Rammen, Feueratem, Schmettersprung, Felswurf. Du hast freigeschaltet Goliath. Tutorial, Rundenlänge 10 Minuten. Fortfahren. Gut, hiervon hat jetzt nichts gezählt. Stufe 1. So, aber dann will ich mir mal noch ein bisschen das Training anschauen und will jetzt mal die andere Seite ausprobieren, damit ich da auch ein bisschen Infos habe, was ich denn da eigentlich so anstellen kann. Auf jeden Fall spielt sich das schon recht lustig mit dem Monster auf der einen Seite. Hallo, ich bin Abe. Ich soll dich begleiten, bis du dich hier ein bisschen zurechtgefunden hast. Die Crew hat ziemlich hohe Ansprüche, schließlich stehen Leben auf dem Spiel. Also zeige ich dir, wie der Hase läuft, bevor du auf eine richtige Mission gehst. Okay, jetzt bin ich, glaube ich, genau in dem Startgebiet von Anfang. Also erstmal, das Teil, das du da auf dem Rücken hast, ist ein echtes Jetpack. Halte Springen gedrückt, um es zu benutzen. Das verbraucht Treibstoff, also pass auf. Die Treibstoffanzeige ist da drüben, behalte sie im Auge. Mit dem Jetpack kommst du über Felsen und Schluchten. Außerdem verhindert es Fallschaden. Wo ist denn da drüben? Ah, okay, das ist auf der rechten Seite. Ah, und das Ding lädt sich wahrscheinlich nicht wieder auf. Das heißt, da sind... Ach doch, es lädt sich wieder auf, okay.
Was war das mit dem Fallschaden? Weite steht sich Jetpack an, sie füllt sich mit der Zeit wieder auf. Okay. Aber es ist wahrscheinlich. Ich habe jetzt noch nicht gesehen, wo jetzt die Schadensanzeige irgendwie. Wo habe ich überhaupt eine Lebensanzeige? Okay, also auf zum nächsten Wegpunkt. Du kannst dir mit dem Jetpack auch einen kurzen Temposchub verpassen. Ist beim Ausweichen sehr nützlich. Versuch's in verschiedene Richtungen. Stell dir einfach vor, ein Monster hat einen riesigen Fels nach dir geworfen und du willst möglichst schnell weg. Okay, cool. Nach links ausweichen. Ah ja. Aber es verbraucht auf jeden Fall eine ganze Menge Energie. Also beziehungsweise Treibstoff. Du kannst mit dem Jetpack auch klettern. Das verbraucht keinen Treibstoff, weil du die meiste Arbeit erledigst. Such dir eine Wand, die du hochklettern willst. Stell dich davor, halt springen gedrückt und lauf vorwärts. Boah, das ist aber eine Langeweile. Nach vorne bewegen und Jetpack zum Klettern benutzen. Okay. Aber ich muss dafür nicht nach oben gucken. Aber wahrscheinlich geht es deutlich. Das ist ein Sturmgewehr. Damit erledigen wir jetzt ein paar Mammutvögel. Alles ganz normal. Halt den Abzug gedrückt, um zu schießen, und lass ihn los, um nicht mehr zu schießen. Okay, kein Problem. Hab ja schon den ersten erledigt. So, der zweite ist auch erledigt. Nachgeladen wird automatisch. Aber ich kann auch manuell nachladen. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wie viel Munition ich habe, aber wahrscheinlich eigentlich recht beliebig. Also zumindest steht nichts, dass ich irgendwie nur begrenzte Munition hätte. Okay, ich habe jetzt nach B gedrückt und. Achso, die Leertaste muss ich gedrückt halten. Das ist echt ein irres Teil. Es spuckt vermutlich genug Saft aus, um ein kleines Schiff anzutreiben. Der Strahl visiert dein Ziel an und du hältst weiter drauf, bis das Ziel tot ist. Okay. Ah, alle vier? Nee, zwei auf einmal. Okay, du kannst zwar schön Sachen rösten, aber irgendwann wirst du auf etwas stoßen, das dadurch nur sauer wird. Zum Glück hast du etwas, das um deine Rüstung einen persönlichen Schild aufbaut. Der mildert so ziemlich alles ab, was du abbekommst. Löse ihn aus, wenn du in Schwierigkeiten bist, dann fühlen sich Schüsse wie Mückenstiche an. Da ist schon so ein Vieh. Das sauer wird. Schutzmatrix aktivieren, zack. Aber ich habe immer noch gar keine Informationen. Gehen wir ihm helfen. Er soll schließlich auch was schaffen. Halte die Benutzen-Taste gedrückt, während du bei ihm stehst. Es dauert etwas, aber er wird sich erholen und kann dann weiterkämpfen. Erledige nur vorher die Reißer in der Nähe. Sonst schleichen sie sich an, attackieren und bumm. Dann musst du wieder von vorn anfangen. Das wäre natürlich blöd. Wo sind die? Habe ich hier irgendwo. Hallo? Wie viele gibt's denn? Hey! Hey, vergiss euren Kumpel Hank nicht! Was ist los? Bist du über deinen Bar gestolpert? Hank ist wiederbelebt. Begib dich zum Wegpunkt. Okay, letztes Ausrüstungsteil. Du hast noch Blitzminen. Die brauchen ein paar Sekunden, bis sie scharf sind, aber wenn dann was reinlatscht, wird es ordentlich gegrillt. Schnappen wir uns damit einen Tyrann. Das ist das Vieh da drüben im Wasser. Schmeiß ein paar Minen hier im Wasser. Drei sollten reichen. Dann geh zurück und schieß mit dem Sturmgewehr auf den Tyrann. Er muss wütend genug sein, um dich anzugreifen. Wenn er so doof ist, wie ich glaube, wird er voll in die Minen rennen. Ha. Eins, zwei. Na also, dieser Tyrann war ein Elite-Gegner. Wenn du die umlegst, bekommst du einen Vorteil. Geh zur Leiche und drücke Benutzen, um etwas Cooles zu bekommen. Regeneriert im Laufe der Zeit Gesundheit. Okay. Okay, Zeit, die anderen kennenzulernen. Sie kommen mit dem Landungsschiff rein, da drüben am Strand. Der Wegpunkt zeigt dir, wo sie landen. Lauf einfach in die Richtung. Kann ich schneller sprinten?
Landungsschiff. Im Kampf gefallene Liga kehren mit einem Landungsschiff zurück, trifft dich mit dem Rest des Teams. Okay. Jetzt weiß ich aber immer noch. Oh, ist das. Ne, das da oben ist der Bonus. Wie komme ich jetzt da am schnellsten runter, ohne dass ich hier. Ui! Aber ich nehme nicht, wo ich Schaden nehme. So, zack. Und noch ein Sprint und ich bin da. Wir haben ein paar coole Spielzeuge, um das Monster aufzuspüren. Aber wie du siehst, sind Spuren immer noch der verlässlichste Weg. Alle Monster hinterlassen Spuren. Wäre auch komisch, wenn das bei sowas Großem anders wäre. Folge der Spur und du stößt irgendwann auf das Monster. Okay. Jetzt jage ich mich selber. Oh. Ne, das waren kleinere Viecher. Ist ja cool, wie das dargestellt wird. So, ein bisschen vorsprinten. Die anderen sind alle irgendwie um mich rum. Und jetzt kommt das große Vieh. Bin mal gespannt, wie es aus der Sicht wirkt auf mich. Na los. Okay, jetzt zählt's. Die Stunde der Wahrheit. Du oder das Monster. Keine Sorge, dein Team hilft dir. Konzentrier dich darauf, Schaden anzurichten. Denk dran, mit dem Jetpack Angriffen auszuweichen. Und mit dem persönlichen Schild kannst du den Schaden mindern. Ziel auf die Schwachstelle. Setz das Vieh mit der Kuppel fest. Nur so hält es lang genug still, dass wir es erledigen können. Was denn für eine Kuppel? Volltreffer! Markov nutzt jede Gelegenheit aus. Dann verpassen wir ihm mal einen fiesen Kanter. Monster gefangen! Die Falle ist kaputt! Achtung! Das Biest hat sich befreit! Monster gefangen! Okay. Feuern bereit! Her mit dem Monster! Monster in Kuppelreichweite. F. Gefällt dir das? Wie schmeckt dir das? Mir die Pistole bereit! Okay, ich weiß zwar jetzt nicht, was genau die Kuppel zu bleiben. Fallen gemacht bereit. Hat. Her mit dem Monster. Hab dich, Trapper. Ja, mach's doch mal. Assault, ich kümmere mich um dich. Okay, das heißt, die einzelnen Punkte sind dann schon getroffen. Medipistole bereit. Trapper, alles wieder okay. Versuch außerhalb seiner Reichweite zu bleiben. Aktiviert. Zwei Minuten. Trapper, alles wieder okay. Versuch außerhalb seiner Reichweite zu bleiben. Das Vieh ist tot. Verdammt. Okay. Eiskalter Monsterkiller. Ich weiß zwar jetzt noch nicht genau, was mit dem Counter auf sich hat und was genau dieses F da jetzt gewesen ist, aber okay. Schauen wir mal. Soweit die ersten Tutorials. Dann werde ich jetzt die nächsten durchspielen. Und noch ein bisschen versuchen zu lernen, wie das mit den anderen auf sich, was mit den anderen auf sich hat. So, also weiter im Training. Individuell. Karte und Modus. Ja, Geisterfalle. Wettereffekt. Zurück. Okay, das heißt einmal hier Jagd, Arena. So, Wettereffekte, Spieleinstellungen. Nee, ich will nicht selber eins machen. So, was hat das hier auf sich? Achtung, bitte beachte, dass du im Übungs- und benutzerdefinierten Modus nur eine begrenzte Menge an Erfahrung und Silberkey pro Tag verdienen kannst. Okay. Monster, Assault, Trapper, Medic und Support. Gut, dann lass mich doch mal das Monster ausprobieren. Goliath Mittel, Gorgon Mittel. So, die sind alle noch nicht freigeschaltet. Dieser Charakter wird derzeit überarbeitet, um euch allen ein besseres Spielerlebnis zu bieten. Okay. So, was hat dieses Dingsbums zu bedeuten? Wahrscheinlich, dass ich den Gorgone, den sollte ich ja eigentlich in einer der Tagesmissionen einsetzen. Dann werde ich mich mal mit dem. Okay, das sind die. Genau, mit dem habe ich geübt. Felswurf, Schmettersprung, Feueratem und. Ja, dann mache ich aber lieber mit dem, weil mit dem habe ich jetzt schon einmal Erfahrung genommen. Skin Standard annehmen. So, Fertigkeitsauswahl. 4 Punkte zum Ausgeben übrig. Naja, dann machen wir mal den
Feueratem und den Felswurf. Vorteile wählen 1. So, kein Vorteil. Was würde dann passieren? Okay. Also Traversalregeneration, Nahkampf, Bewegungsgeschwindigkeit. Wenn ich wenigstens wüsste, was das bedeutet. Ah, okay, ich kann nochmal zurückgehen. Okay, 1000. Achso, die muss ich alle erst freischalten. Okay, die kann ich sowieso mir überhaupt nicht leisten. Das heißt, da muss ich dann schon einiges an Gold oder Geld verdienen, um die einzelnen Fähigkeiten überhaupt nutzen zu können. Warte auf Einsatz. Gut, dann los geht's. Mal sehen, wie weit ich da jetzt tatsächlich schon mit anderen Spielern konfrontiert werde oder ob das noch irgendwie Bots sind. Jäger müssen das Monster finden und töten, bevor das Monster sie tötet. Wenn das Monster Phase 3 erreicht, kann es das Stromrelais zerstören. Okay, das heißt, ich muss Monster Stufe 3 erreichen. Und das sind jetzt irgendwelche Fremdspieler. Das bin ich. Evolve Phase 2 Beta. Okay, also die beiden Fähigkeiten habe ich ja aktuell schon. So, jetzt muss ich bloß rausbekommen, wie oder was ich jetzt hier überhaupt anstellen kann. Achso, ich kann ja mit dem Dings gucken, ob hier irgendwo Lebewesen in der Nähe sind. Damit ich... Ah, da ist eins. So. Fressen, du kannst Kadaver fressen, genau. Friss Panzerung, um Panzerung aufzubauen. Okay, meine Panzerung ist jetzt, glaube ich, gleich komplett. Da sind welche. Da sind schon die Verfolger. Monster in der Kuppel. Oh shit. Schadensverstärker, sehr nützlich. Ich glaube, da habe ich nicht viel. Der Verstärker ist aktiv. Der gesamte Schaden ist erhöht. Ne, danke. Oh. Das fährt einen Felsen. Danke, ich schulde dir was. Verdammt. Wie komme ich denn hier jetzt weg? Hab gleich keinen Saft mehr für die Kuppel. Ah, sehr gut. Nix wie weg. Folgen die mir noch? Oh, ich hoffe nicht. Da hinten sind noch welche. Oh, das ist ganz schön spannend, wenn die hier so einfach aufkreuzen. Was ist denn da? Markiert durch Planetenscanner. Mach mal locker Kadaver, gefährliche Raubtiere an. Was? Sind echt schon wieder. Hi. Medic bereit, Kuppel bereit. Das Ding hat keine Panzerung mehr. Verdammt. Feueratem. Aufpassen.
Okay, die Kuppel ist weg. Oh Mann, wieso kriege ich den denn nicht klein? Ah, jetzt bin ich fast erledigt. Ah, verdammt. Okay, also ich muss doch ein bisschen mehr darauf achten, mich erstmal irgendwie in die höheren Phasen zu begeben, bevor ich mich einfach so erledigen lasse. Stufe 3. Also zumindest werde ich hier besser. Belohnung, Emblem. Profi-Level-Aufstiegsbonus 250. Rundenbonus 10. Silberkies verdient. Okay. Aber das Monster gefällt mir echt prima. Da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen weiter rummonstern. Und ein bisschen Zeit bleibt ja auch noch, um noch ein paar Runden zu machen. Nochmal auf zu die Monsterjagd. Bin ja mal gespannt, ob das auch irgendwie reguliert wird, dass man nicht nur Monster, sondern dass man dann auch die anderen irgendwie spielen soll, damit das irgendwie so. Also ich mache jetzt hier den Feueratem, die man noch gleich auf Maximum und macht dann eher, mal überlegen, 1, 2, 3, 4, also 3 ist ja das eine. Und Schmettersprung, ja, ich glaube den Schmettersprung noch dazu. Jetzt kann ich hier gar nichts wählen. Achso, wahrscheinlich, weil ich hier jetzt Hunger habe ich schon, Fressgeschwindigkeit und Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Das heißt, das eine Ding ist jetzt tatsächlich schon freigeschaltet worden und hier kann ich dann keinen Vorteil auswählen, einfach damit ich da nicht zwingend Geld ausgeben muss. Aber das eine Ding hat sich tatsächlich schon erspielen lassen. Na dann. Fähigkeitsupdate, mobile Arena. Alle Jäger können die mobile Arena aktivieren. Sie projiziert eine Schildbarriere, um das Monster einzufangen. Ja, das habe ich jetzt schon mitbekommen. Die Jäger müssen das Monster finden und töten, bevor das Monster sie tötet. Wenn das Monster Phase 3 ist, kann es den Stromrelay zerstören. Okay, so, noch eine Runde. So, jetzt muss ich bloß mal Lennox, Slim, Elektro-Griffin und Hank. Na, dann lass mich mal loslegen. Okay, die haben da jetzt die ersten Sachen platziert. Das Einzige, was ich jetzt nicht weiß, wo ich tatsächlich am sinnvollsten hin soll. Springe in die Richtung, in die du schaust. Sprünge verbrauchen Ausdauer, sie wird dein Ziel gerade zum. Ah, okay. Das heißt, diese drei Dinger da, das sind die Ausdauerpunkte. Alles klar. Gut. So, da sind jetzt hoffentlich irgendwelche Viecher zu futtern. Ja. So. So, Futter, Futter. Kuppel bereit, markiert durch Planetenscanner. Panzerung, frisst Panzerung und Panzerung aufzumachen. Ja, es ist ja jetzt schon voll. Aber die Frage ist doch noch, wo ich hier das Evolve-Punkte finde. Nutze deine Fähigkeiten und Kyrotetenfähigkeiten haben Spezialangriffe, die jeweils eine eigene Abklingzeit haben. Zum Riechen drücken. Okay, da sehe ich auch meine eigenen Spuren, die anderen letztlich auch sehen. Da sind solche komischen Flattervögel. Mal da aufgeschreckte Vögel. Okay. Aber es gibt keinen Countdown-Timer. Haltet die Klappe, nicht rumheulen. Was? Monster gefangen. Puh.
Pass auf die Flammen auf! Heilungsfeld ist online. Nein, kein Heilungsfeld, verdammt. Oh, kleine Stärkung von eurem Käfermann. Gute Arbeit, Medic. Wolltest du noch wohin? Weg da! Du bist verlangsamt. Die Panzerung ist weg. Pass auf, es will jetzt bestimmt abhauen, um zu fressen. Wolltest du noch wohin? Weg da! Heilungsfeld ist online. Kuppel fährt herunter. Schildprojektor ist aktiv. Fühlst du dich besser? Das war ich. Gern geschehen. Ah, verdammt. Ich kämpfe. Du stirbst. Nett, danke. Was, jetzt ist schon die Ausdauer aufgebraucht. Verdammt nochmal. Schnell. Gib mir was zu fressen. Okay. Sind die anderen noch hinter mir her? Jetzt habe ich nicht gelesen, was da eigentlich stand. Panzerung generiert 75% schneller. Das heißt, es waren Elite-Gegner. Was sind das da drüben? Okay, da drüben sind die Vögel, also die mich eigentlich jagen. Ich weiß immer noch nicht, wie ich hier an sich weiterkomme, dass ich schnell genug evolven kann, also auf die nächste Stufe irgendwie aufsteigen kann. Kuppel bereit. Aber ich glaube, das ist jetzt endlich der Kreis, wo ich, wenn ich da mich eingelesen, also wenn ich da genug gefressen habe, dass ich dann tatsächlich auf die nächste Stufe aufsteigen kann. Wahrscheinlich ist es einfach nur wichtig, zum einen die Panzerung voll zu haben und dann natürlich auch also die Panzerung voll zu haben und erst dann auch mit den größeren Tieren, so wie denen dort, in der Lage bin, dann die nächste Stufe zu erreichen. So, die Frage ist, wo stecken die jetzt? Wir sind zumindest nicht hier in der Nähe. Auf jeden Fall machen die alle ziemlich viele Geräusche, die die anderen wahrscheinlich hören können. Okay, Weiterentwicklung. V, schnell. Das Monster hat sich entwickelt. So. Monster in der Kuppel. Töten wir das Biest! Heilungsfeld ist bereit! Achtung, Deckung! Boom! Kleine Stärkung von eurem Käfermann! Heilungsfeld ist bereit! Passt nicht! Alles okay! Danke, Mann! Boah, jetzt habe ich den noch fast schon erledigt. Ha. Sehr gut. Nein. Sehr gut. Verstärkung im Anflug. Verdammt. Oh nein! Ich habe schon gesehen, dass die Lebensbalken ziemlich runtergegangen sind, aber ich hatte eigentlich gehofft, dass es ein bisschen schneller klappen würde. Aber ich habe zumindest jetzt schon mal Stufe 2 erreicht. Also immerhin ein kleines Stück weiter als bei der ersten Runde. Okay, was auch immer jetzt überhaupt bedeutet, hier diese Level da aufzusteigen. Weiß ja gar nicht, was damit freigeschaltet wird. Also Profi-Level-Aufstieg-Bonus, dann Goliath-Level-Aufstieg-Bonus. Okay, das sind die zwei Stufenaufstiege und dann wieder 10 für den Runden-Bonus.
Ja, okay, also 6 Minuten habe ich sozusagen geschafft, diesmal zu überleben. Naja, so Herausforderungen. Gut, dann werde ich jetzt mal spiele Matches als Support, Medic oder Meteor Goliath. Spiele Matches als Erzolt, Medic oder Goliath. So, da werde ich jetzt mal eins. Mal gucken, ob das auch als solches gilt. Aber das ist Gorgone. Ne, ich habe jetzt schon als Goliath dann gespielt. Nein, nochmal zurück. Ah, Meteor Goliath, das ist der andere dann. Als Goliath sind. Doch hier. Aber das sind Matches, das heißt, das gilt dann nämlich also nicht. Okay, dann spiele ich jetzt aber nochmal ein. Als was? Als Support? Ich probiere es mal als Support. Laserschneider, Schildprojektor, Orbitalschlag, Schildstoß. Achso, das ist der. Ne, die muss ich alle erst freischalten. Geht doch nicht, habe ich doch nicht genug Geld dafür. Okay, also der Techniker Hank ist der, den ich schon mal habe. Orbitalborder, Schildauflader, Laserkanone und Schildstoß. Naja, dann mal los. Also die Vorteile sind alle noch blockiert, das heißt keine Vorteile. Und zum Einsatz. Aktuelle Kartenrotation. Kämpfe um das Schicksal Shares. Auf den Karten Geisterfalle Goya. Ja. Achso, das sind dann auch noch bestimmte Karten, die dann auch noch gelten. Goliath wird gespielt von. Keine Ahnung. Versus Lennox, Rotschwal, Ödland, Magie und Spielephilosoph. Wie kommt's, dass du vor dem Absprung immer so gut drauf bist, Hank? Bringt ja nichts, sich jetzt Stress zu machen, Schätzchen. Wahre Worte. Trotzdem wäre ich vielleicht etwas besorgt, wenn ich gegen eine haushohe Tötungsmaschine kämpfen müsste und mein einziger Schutz ein Bart wäre, in dem man einen Sandwich verstecken kann. Na toll. Jetzt mache ich mir Sorgen. Vielen Dank, Val. Gerne doch. Okay, da kommen wir also raus. So, hier kann ich zumindest einfacher die Waffen auch wechseln, weil das funktioniert auch mit dem Mausrad. Und dann sind noch 5, 6 und 7. Okay, da sind schon mal die Spuren. So, 7 ist Medic, 6 weiß ich nicht, was es ist, und 5 ist die Orbitalbombe. Ja, sau teuer die Dinger. Aber man braucht sie hier bei den ganzen Transuranen so nah an der Oberfläche. Okay, das würde bestimmt logisch klingen, wenn ich einen blassen Schimmer hätte, wovon du redest. Okay, das heißt, die Schilde sind bei jedem und die sind noch aktiv. Jetpack-Schub-Leertaster. Worauf ballern die denn? Ich sehe überhaupt nichts. Was ist das jetzt? Achso, das ist der Support. Das ist meine Kanone. Wo lauft ihr denn eigentlich hin? Okay. Ist schon erledigt. Haben wir jetzt irgendeinen Bonus bekommen? Das war doch bestimmt ein Dingsbums-Monster. Also ein Boss-Monster. Oder Elite-Gegner hieß das ja vorhin. Daisy. Ist es nicht einer zu viel hier? Was bist du denn? Irgendeine Hilfsmaschine? Also das andere ist, den Schild zu aktivieren. Da laufen die jetzt alle mir hinterher? Oder muss ich denen hinterherlaufen? Max, woher hast du eigentlich dieses Schnappmaul? Du warst doch noch nie auf Shear. Hab sie auf der Station Winter gekauft. Shear exportiert sehr viele Tiere. Sie ist auf jeden Fall ihr Gewicht in Gold wert, so wie sie sich auf das Monster stürzt.
Wir jagen nicht zum ersten Mal Monster. Markiere wichtige Punkte mit Q. Okay. Aber ich habe hier keine wichtigen Punkte. Du willst jagen? Versuch's mal mit mir. Okay, das sind irgendwelche Viecher, die man erledigen kann. Aber wir haben doch hier jetzt überhaupt keinen Hinweis, dass das ein Monster hier gewesen wäre. Oder? Vielleicht laufen sie ja doch bloß alle mir hinterher. Dann sollte ich mich mal ein bisschen mehr darum kümmern, das Monster zu finden. Monster gefangen. Na los, Goliath! Ich habe eine Falle vorbereitet. Hier drüben! Na, fuck! Versuch's nochmal! Oh! Jägerkampf und Weg! Was ist das denn für eine Scheiße? Medi-Pistole vollständig aufgeladen. Harpunenfallen bereit. Jäger, tot. Ich bin ja da, hör auf rumzuheulen. Oh je. Hab die Medi-Pistole auf dich gerichtet. Weiter! Medic bereit. Denn jetzt? Okay. Harpunenfallen bereit. Jäger kampfunfähig. Laserschneider bereit. Zu spät. Okay, aber auf jeden Fall haben wir jetzt den Typen irgendwo gefunden. Aber wo ist jetzt hingelaufen? Das kann doch gar nicht so weit weg sein. Wenn ich jetzt bloß wüsste, wie viel Unterstützung das tatsächlich bringt. Dass der... Ha, da sind die Monsterspuren. Okay, also hinterher. Wir sind hier eine beliebte Spezies. Ey, weg. Vergiftet, du wurdest vergiftet, verlierst du eine gewisse Zeit lang kontinuierlich Gesundheit. Ihn. Der Goliath, da ist er. Goliath, zwing mir ihn in die Knie. Wo ist er denn? Ich habe eine da hinten. Jägerkampf unfähig. Wach auf, Bell! Das Biest hat sich befreit! Ah, hier in der Höhle kann ich den Dings nicht einsetzen. Jäger, tot. Monster in der Kuppel. Fallen sind bereit. Ha! Hab dich! Ich bin hier. Wen soll ich zusammenflicken? Kuppel fährt herunter. Da unten nützt du uns nichts. Fallen bereit! Her mit dem Monster! Ich brauche einen Moment! Ich nehme die Medi-Pistole! Danke dir! Okay, also irgendwo hier muss da jetzt dieses blöde Monster hin sein. Das heißt, wenn man es draußen erwischt, dann kann man auch den Orbitalschneider einsetzen, aber sonst wird es wahrscheinlich wenig bringen, den in der Form zu benutzen. Na also, die Vögel hier sind echt hilfreich. Okay, aber wo ist das Monster dann jetzt? Da hinten. Monster hat Vögel aufgeschreckt. Wir hätten uns das Vieh als Kaulquappe schnappen sollen, aber so ist es auch okay. Immerhin ist es noch nicht ausgewachsen. Ja, immerhin. Schätze, da muss ich mich drum kümmern. Wo ist es denn jetzt? Muss doch irgendwo hier hinten dann rumstecken oder rumlaufen. Kuppel bereit. Kuppel ist bereit. Also was die ganzen einzelnen Dinger zu tun haben,
Anscheinend ist es auch, dass ich meine Fähigkeiten auf verschiedene Sachen umstellen kann. Das ist es hier! Monster in der Kuppel! Orbitalschlag bereit! Ach nee, ich wechsle die Fähigkeiten. Okay, dann ist es auf jeden Fall. Ja, das sind also alles NPCs tatsächlich im Training. Das ist schon mal gut zu wissen. Das heißt, ich kann dann die anderen Charaktere übernehmen und deswegen sind es dann tatsächlich die Lebensbalken für die Einzelnen. Was ist denn jetzt? Jemand muss mir helfen! Oh. Ihr braucht mich! Das Monster ist frei! Jäger, tot! Okay, Verbündete getötet. Wow, wie hat sie das denn gemacht? Ja! Ich bin verletzt! Jäger, komm und geh! Mit der kleinen Pistole noch verteidigen? Okay, so wird es natürlich nichts. Und wechseln kann ich jetzt aktuell auch nicht. Okay. Das Monster hat gewonnen. Das Monster hat die Jäger getötet. Okay, so funktioniert das. Wobei ich sagen muss, das Monster gefällt mir im Moment noch ein bisschen besser. Es ist etwas übersichtlicher irgendwie mit dem zu spielen. Gut, wenn man natürlich dann nachher mit einem Team unterwegs ist, dann ein weiteres Emblem. Silberkies verdient, okay, und keinen Aufstieg bekommen. Es wäre jetzt natürlich mal interessant, hier irgendwas angezeigt zu bekommen, aber gut. Also kann da eine Orbitalbohrer, ja, mit dem habe ich ja eigentlich angefangen und gespielt, aber nicht wirklich zum Abschluss gebracht. Mal gucken, wie das hier beim Spiel läuft. Also ich gehe jetzt mal noch in eins der Spiele rein. Möchten hier spielen, dass du möglichst deine bevorzugte Rolle spielen kannst. Wähle deine bevorzugte Rolle, wird stets versuchen, eine Gruppe zu finden, in der diese Rolle noch unbesetzt ist. Okay. Dann im Moment erstmal Monster. Wähle deine zweite bevorzugte Rolle. Am besten den Medic. Meine dritte. Dann vielleicht noch den Support, Assault und dann den Trapper. Du kannst deine bevorzugten Rollen in der Lobby ändern. Deine neu eingestellten bevorzugten Rollen werden ab der nächsten Runde wirksam nehmen. Okay, erreiche Konto Stufe 20 freizuschalten. Na dann. Gucken wir mal, dass ich noch eine Runde mit euch auf die Jagd gehe, auf eine echte Jagd gegen Spieler. Mal gucken, wie weit das funktioniert. Weil wahrscheinlich mit Stufe 0,3 ist zu befürchten, dass ich in so einem Online-Match eher dann außen vor gelassen werde, weil es keine ausreichende Herausforderung gibt vielleicht. Spieler gefunden. Okay, zwei sind oder drei sind drin. Mal gucken, ob die dabei bleiben. Okay. Zum Überspringen der Karte abstimmen. Was? Okay, also Orbitalbohrer. Was hat das jetzt zu bedeuten? Jetzt bin ich plötzlich Medic oder was? Okay. Gut, da kann ich das hier benutzen. Hier habe ich keinen Vorteil und da auch nicht. Okay, das heißt, ich werde jetzt zum Medic gemacht. Na gut. Schauen wir mal. Na komm, du Monster. Startet das Ding jetzt oder startet das Ding jetzt nicht?
Das heißt, wenn nicht alle fertig werden, dann wird der vom NPC übernommen, oder was? Spieler einladen. Na super. Der Typ ist abgedampft. Das heißt, wenn jetzt kein neuer dazugefunden wird, dann scheitert das Ganze wahrscheinlich. Also Level 1, Level 3, Level 1. Na gut, es scheinen jedenfalls auch alles recht Anfänger zu sein. Schauen wir mal, ob sie sich auch genauso spielen. Wenn der Typ mit dem Monster jetzt abgehauen ist, dann hätte ich den auch spielen können. Okay, die Stunde ist um. Ich werde jetzt noch, wenn das Match zustande kommen sollte, noch entweder die Runde spielen, oder wenn das Match dann jetzt abgebrochen wird, dann... Okay, jetzt ist es ein NPC, glaube ich. Nee. Okay, so ganz habe ich es jetzt nicht nachvollziehen können, was jetzt eigentlich stattfindet. Okay, aber ich glaube, es geht jetzt los. Okay, jetzt habe ich nicht mehr gelesen, was da dann stand. So, auf jeden Fall muss ich da nicht zwischen den einzelnen Figuren wechseln, sondern kann mich auf meine vier Sachen konzentrieren. Gorgone versus Spielephilosoph, Zeng Gaming, Robso und noch irgendjemand. Valerie, mir gefällt das Gerede nicht, dass du eine Spionin bist. Was? Wer hat dir das gesagt? Ist nicht wichtig, aber ich mag dich und sag, du bist keine Spionin. Bin ich ein Lügner? Naja, ein Spion ist jemand, der verbirgt, wer er ist. Ich habe Cabot ganz am Anfang gesagt, dass ich SIG-9-Agentin bin. Du bist Spionin! Ich bin so Geheimdienstoffizierin, also vielleicht eine Art Spionin. Aber ich verberge nichts. Ich hab's Cabot gesagt. Los, absprung! Warum hast du das getan? Ich wollte, dass ihr mir vertraut. Tut er das? Scheint so. Ich bin schließlich hier. Dann vertraue ich dir auch, Valerie. Danke, Markov. Okay, dann sind die Monsterspuren. Folgt Daisy. Monsterspuren. Nee, dem Monster, in dem du die Spuren folgst, aber beeil dich, die Spuren verschwinden mit der Zeit. Seht ihr? Das Monster ist dort! Sind die jetzt eigentlich hier? Ja. Monster in Reichweite. Das Vieh Monster stirbt jetzt und hier. Monster in der Kuppel. Ich habe eine Falle vorbereitet. Das ist das Monster? Das muss dieses andere Vieh sein. Ha! Hab dich! Ah! Hilfe! Jäger kampfunfähig. Verwundet! Landungsschiff-Timer erhöht. Der ist tot! Jäger, tot. Ich bin wieder da. Erster Streit. Aktiviere Schilde. Jäger kampfunfähig. Hilfe, helft mir. Was kann ich jetzt mit den Waffen machen? Jäger kampfunfähig. Ich brauche Hilfe. Hier bin ich. Landungsschiff-Timer erhöht. Helft mir hoch. Kann ich mich jetzt hier bewegen? Ich bin verletzt, oder? Wo ist denn dieses blöde Vieh? Ist doch ein Hund, oder? Wahl wurde von uns genommen! Jäger, tot! Ah, du folgst Mirko Sen Gaming bis... Okay, da kann ich den einzelnen Dingsbums anschauen. Aber es ist ziemlich schwierig, die Übersicht zu behalten. Wie kann ich mich denn jetzt wiederbeleben? Ich denke, ich kann einfach von oben wieder runterspringen. Also das ist die... Ne, das sind die drei.
Okay, also da oben ist der Timer, links oben mit den 10 Sekunden, dass ich dann wieder vom Schiff runterkomme. Monster in Kuppelreichweite. Okay, also. Ich brauche Hilfe! Jäger kampfunfähig. So, jetzt ist die Frage mit dem. Ich bin verletzt! Hilf mir! Ich bin verletzt! Hilf mir! Wo ist sie denn? Monster gefangen. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wo die schon wieder stecken. Okay, da unten. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das für ein Viehzeug? Haben wir jetzt mal verboten, wenn sie nicht wiederbelebt werden, dass sie also nicht zu lange warten. Ihr braucht den Schild, hilft mir! Was ist denn das für ein Viehzeug? Ihr braucht den Schild, hilft mir! Max ist tot! Jäger, tot! Kommt schon, ihr braucht mich! Kann ich damit jetzt irgendjemanden wiederbeleben? Besser! Ja, das wolltet ihr doch! Ich nehme die Medipistole! Okay, also hinterher. Okay, irgendeiner ist doch da jetzt immer noch tot. Hat sich entwickelt. Okay, in Phase 1 haben wir es nicht erwischt. Erledigen wir das Biest, bevor es Phase 3 im Anflug. Okay, das eine, die eine kommt jetzt schon wieder. Und die anderen sind da vorne. Bringen wir es zu Ende. Okay, wo steckt ihr? So, ich bin wieder da, habe die Medipistole im Anschlag und hoffe, dass ich diesmal jemanden heilen kann, bevor ich selber drauf gehe. Uiuiuiui. Kuppel bereit. Feuer auf das Monster! Okay. Okay, ist zu wenig Treibstoff. Was ist das? Das ist Gift. Richtig schlüssig bin ich mir immer noch nicht, was ich hier eigentlich machen soll. Okay, hier sind Monsterspuren. Ja, wo ist es jetzt hin? Okay, mit Tab kann ich die Karte anschauen. Der Planet wird gleich etwas sicherer sein. Monster in Reichweite. Monster in der Kuppel. Kann wieder kämpfen. Ja. Wo ist dieses blöde Vieh? Zeit für ein paar Schmerzen. Ich nehme die.
die Medipistole! Die Falle hat funktioniert! Schild weg! Ich bin verwundbar! Okay, wo sehe ich, dass mein Leben runtergeht? Verdammt nochmal. Verdammt. Wieso hat er mich eigentlich jetzt mit einem Schlag erledigt? 2 Minuten dauert das, bis ich wieder runter darf. Das kann doch echt nicht wahr sein. Okay, das Monster hat jetzt zumindest mal seine Panzerung verloren. Okay, der nächste ist... Okay, aber das heißt, wenn das Monster weiterhin auf den einen trischt... Nee, das bringt ihm nichts. Das heißt, die verlieren einfach so ihre Lebensenergie, bis sie dann sterben. Du folgst... Okay, es sind jetzt aber... Ja, alle Jäger getötet worden. Okay. Und so ist es sozusagen mit echten Menschen zu spielen. Okay, Stufe 3, Stufe... Ja, was auch immer, was da unten abgedatet wurde. Immerhin, als Medic. Jetzt habe ich ein weiteres Emblem. Das heißt auch da... Silberkey verdient. Medic Heilungsbonus 6-fach. Herausforderung abgeschlossen. Spieler ein Match als Medic. Herausforderung abgeschlossen. Spieler ein Match. Spieler ein Match. Profil. Legerip. Okay, also das sind wieder so die ganzen Sachen, die zusammenkommen. Ja, soweit. Ja, für den ersten Blick in das Spiel. Bis Level 4 habe ich es jetzt geschafft. Die ersten Matches habe ich gespielt, wenn auch nicht sehr erfolgreich. Aber immerhin. Also es ist interessant. Nee, ich habe jetzt eigentlich keinen. Nein, ich will jetzt nicht weiterspielen. Das reicht jetzt erstmal. Im Profil kann ich sehen, was ich alles durch Dings wird. Okay. Okay, bevor ich sozusagen abschalte, noch einen Blick ins Profil, was es hier jetzt letztlich alles so noch gibt. Also das hier sind so die Levelstufen, da geht es bis 50. Und hier sind auch verschiedene Embleme, die ich noch freischalten kann. Gegenstände freigeschaltet, Jäger 1 von 25, Monster 1 von 7. Vorteile 3 von 223. Okay, dann verschiedene Charaktere. Ach so, der Kreis bedeutet wahrscheinlich, das sind die, die sozusagen zirkulieren und dann immer im Wechsel verfügbar sind. So, und das heißt, standardmäßig ist nur der verfügbar und der dort, Markov. Und alle anderen muss man sich freispielen in irgendeiner Form oder halt in diesen täglich oder halt wöchentlichen Zyklen verwenden. Dann Embleme, okay, da kann man dann verschiedene Sachen auswählen. Da sind ja jetzt auch schon welche freigeschaltet. Und Hintergründe auch verschiedene. Ach, das war das Herz, was vorhin freigeschaltet wurde und das da. Das heißt, das waren tatsächlich noch gar nicht die Fähigkeiten, sondern wirklich Embleme. So, Bestenlisten. Gut, das interessiert mich jetzt nicht so sehr. Was mich jetzt noch interessieren werde, wären hier die Vorteile, ob ich die noch irgendwo schon mal anschauen kann. Welche da jetzt alle freigeschaltet werden, weil das sind ja mit Sicherheit die einzelnen Sachen, die ich da schon auswählen konnte. Aber gut, also jetzt wirklich erstmal genug für heute und ich finde das Spiel auf jeden Fall sehr unterhaltsam und spannend, auch wenn es sicherlich noch einige Einarbeitungszeit braucht, bis ich da auch in der Lage bin, gut mitzukämpfen. Aber mal sehen, ob ich dem Spiel die
Zeit wirklich gebe. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.